Hallo und guten Morgen. Herzlich willkommen bei der 25. Peira-Matinee, also ein Jubiläum, was wir feiern können. Wir freuen uns auf das Gespräch mit Dr. Matthias Borchardt und Dr. Joachim Paul. Joachim Paul muss ich in diesem Kreis nicht lange vorstellen. Er ist immer wieder bei den Matineen dabei gewesen, entweder als normaler Teilnehmer oder als jemand, der etwas zu sagen hat und hatte. Bei Herrn Dr. Matthias Borchardt kann ich sagen, dass wir uns eigentlich auch schon lange kennen, dann aber doch ein wenig verloren haben. Wer uns aufmerksam im Netz verfolgt, das durchliest, was wir hin und wieder veröffentlichen, hätte finden können, Dollarzeichen im Auge von Herrn Dr. Matthias Borchardt. Er ist beim SWR im Grunde genommen ein Dauergast zu Themen der Bildungspolitik. Und ich bin dann, indem ich mich beschäftigt hatte mit der großen Anfrage der Piraten an die Landesregierung in Nordrhein-Westfalen zum Thema Bertelsmann-Stiftung, auch auf Herrn Dr. Borchardt aufmerksam geworden. Und ich dachte mir, es könnte gut sein, dass wir heute dieses Thema Bertelsmann-Stiftung und das Wirken dieser auf die Politik in der Republik und möglicherweise sogar auf Europa mit Herrn Dr. Borchardt genauer besprechen. Ich hatte eine lange Einführung eigentlich vor, das werde ich jetzt nicht machen, damit die Referenten zu Wort kommen, Herr Dr. Borchardt. Warum muss man über die Bertelsmann-Stiftung reden, wenn man die Dinge aus der Wissenschaft sieht? Was gibt es dazu zu sagen? Soll ich mal direkt loslegen? Man muss lange über Bertelsmann reden, viel länger, als wir heute überhaupt Zeit haben. Ich habe es ein bisschen zusammengerafft und möchte einiges auch mit Folien unterstützen, einfach als Bildbelege. Einen möglichen Vorwurf möchte ich direkt abräumen vorher, nämlich den der Verschwörungstheorie. Dieser Begriff fällt immer sehr schnell, wenn man sich bemüht, politische Hintergründe aufzuatmen, arbeiten und Akteure zu benennen, die nicht unmittelbar sichtbar sind. Und dieser Begriff selber ist sehr problematisch. Ich möchte ganz kurz was dazu sagen. Wenn jemand sagen würde, passt mal auf, ich glaube, die Erde ist eine Kugel, dann sagt auch niemand, hör mal, das ist Verschwörungstheorie, die ist in Wahrheit eine Scheibe, sondern dann würden Wissenschaftler sagen, lass uns doch mal überprüfen, wer von uns beiden recht hat. Ja, und dann erhärtet sich die eine Theorie und die andere wird widerlegt. Wenn man heute etwas mit dem Titel Verschwörungstheorie belegt, ist der Gegenstand selbst der wissenschaftlichen Diskussion entzogen. Und im Grunde brauchen wir Verschwörungstheorie mit Betonung auf Theorie. Also es muss dem wissenschaftlichen Feld, dem Bereich der empirischen Sozialforschung wieder zugeführt werden, dass wir postdemokratische Akteure in den Blick nehmen und gucken, auf welche Weise wird eigentlich Politik gemacht. Ich bin in das Thema geraten über die Bildungspolitik. Vielleicht haben Sie das auch beobachtet, dass Schulen und Universitäten sich verändert haben. Und man das Gefühl hatte, naja, so richtig will das gar keiner. Und die Mehrheit der Menschen ist dagegen und trotzdem entstehen politische Entscheidungen, die dann dafür sind. Wer spielt da eine Rolle? Das wäre ein eigenes Thema. Man müsste über die OECD sprechen, aber irgendwann muss man eben auch über die Bertelsmann-Stiftung und die Bertelsmann AG sprechen. Ich habe mich deshalb mit Bertelsmann beschäftigt und bin erstmal auf den öffentlichen Eindruck gestoßen und der ist immer sehr, sehr positiv. Etwa Liz Mohn, die Gattin des ehemaligen verstorbenen Patriarchen, schreibt ein Buch Liebe öffnet Herzen. Das ist das Selbstbild der Stiftung. Man möchte der Menschheit Gutes tun. Und wenn man dann die Verlagsankündigungen sieht, dann steht da an der Schwelle einer Zeitenwende, die von Internationalisierung und Globalisierung geprägt ist, fragt sie, Liz Mohn, kann die Menschheit ohne Liebe überleben? Mit großer Sorge beobachtet sie zunehmende Orientierungs- und Lieblosigkeit, Egoismus, Rücksichtslosigkeit und Vereinsamung in unserer Gesellschaft. Warmherzig setzt sie ihr Plädoyer für die Liebe dagegen. Liebe macht sehend und einsehend, respektiert die Grenzen der anderen, gibt großzügig Trost und Hilfe, ohne an den eigenen Nutzen zu denken. Da kommen einem die Tränen. Wenn man sich das anguckt, das ist schon ganz typisch für Bertelsmann. Wir haben nämlich eine globale Entwicklung, Globalisierung, Ausbeutung, Umverteilung. Und als Lösung wird nicht vorgeschlagen, das gemeinsame politische Handeln in Parteien, die politische Aktion,
sondern das Privat-Emotionale, die Liebe. Im Grunde ist es ein Aufruf zur Entpolitisierung und zu einer Verkuschelung und Verbiedermeierisierung der ganzen Probleme der Globalisierung, die sich da abbildet. Bertelsmann ist sehr präsent mit guten Taten, etwa in Nordrhein-Westfalen das Programm »Kein Kind zurücklassen«. Interessanterweise stößt man das selber an. Die Tochter des Hauses, Brigitte Mohn, sitzt da und unterschreibt. Und jetzt hat man, ich habe es gerade in der Presse gesehen, festgestellt, na, so toll läuft das Programm doch nicht und kritisiert es dann wieder von Bertelsmann-Seite. Jeder, der das kennt, fühlt sich erinnert an George Bush, No Child Left Behind, ein großartig gescheitertes Sozialprogramm, was in den USA schon nicht funktioniert hat und jetzt von Bertelsmann nach Deutschland getragen wurde. Wenn Bertelsmann ruft, kommen die Mächtigen. Hier sehen wir etwa die mächtigste Frau Deutschlands, direkt neben Angela Merkel, Liz Mohn, und der Barroso, EU-Repräsentanten. Viele, viele Mächtige geben sich die Klinke in der Hand. Und wenn etwa der spanische König nach Nordrhein-Westfalen kommt, fährt er nicht nach Düsseldorf, sondern nach Gütersloh zu Bertelsmann. Man ist auch repräsentiert natürlich unweit von hier unter den Linden 1, standesgemäß die Botschaft der Stiftung. Auch da kann man sich natürlich fragen, bilden sich hier reale Machtverhältnisse natürlich ab. Zur Geschichte des Unternehmens der Bertelsmann AG. Man hat sich ursprünglich sehr mit religiösen Texten beschäftigt und stand dann 1939 vor der Entscheidung, diese religiöse Publikation einzustellen oder sich tatsächlich auch in den Dienst einer Nazi-Propagandamaschine zu begeben, und hat sich dann für das Zweite entschieden und hat veröffentlicht Volk im Schmiedefeuer, wir funken für Franco mit Bomben und MGs über Polen. Diesen Teil der Firmengeschichte hat die Bertelsmann AG übrigens selbstkritisch aufgearbeitet. Man bekam 1946 relativ schnell wieder eine Druckerlaubnis in der britischen Besatzungszone. Das ist bemerkenswert, weil viele Verlage zunächst einmal nicht drucken durften, bevor klar war, wo die politisch standen. Und man muss sagen, bis 2016 haben wir es hier mit einem global agierenden Medienunternehmen zu tun. Jetzt ist Geld und Verdienen in Deutschland nicht verboten, in gewissen Fällen nur ein bisschen anstößig. Interessant wird jetzt der Blick auf die Bertelsmann AG im Zusammenhang mit der Bertelsmann Stiftung. Die Geschäftsfelder der AG sind breit gestreut. Wir kennen den Buchclub. Ne? Hier hat gerade jemand erzählt, dass er ein Abo aufgeschwatzt bekommen hat. Wir haben aber auch die RTL Group, die nicht nur die Privatsender betreibt, sondern auch im öffentlich-rechtlichen Raum UFA-Produktionen gestaltet. Das heißt, wenn wir Öffentlich-Rechtliches gucken, gucken wir auch Bertelsmann. Wir haben ein großes Verlagswesen, fusioniert mit Penguin Books, Gruner und Jahr. Avato, eher unbekannt, macht Logistik und unter anderem auch kommunale Infrastruktur. Da gab es ein Modellprojekt etwa in Würzburg, wo man eben nicht mehr zum Einwohnermeldeamt gegangen ist, sondern zur Avato-Agentur. Das ist gescheitert. In England ziehen die in einigen Distrikten sogar Steuern ein. Bertelsmann Music Group und so weiter. Interessant ist jetzt das Verhältnis von Stiftung zu AG, denn die AG gehört zu fast 77% der Bertelsmann Stiftung. Und da die als gemeinnützig gilt und steuerbegünstigt ist, werden die Ressourcen, mit denen die Stiftung arbeitet, im Grunde dem Steuerzahler entzogen. Das heißt, wir hätten dieses Geld zur eigenen Verfügung, sogar unter demokratischer Kontrolle, wenn wir eine andere Konstruktion hätten. Jetzt sind auch Stiftungen ja nicht per se problematisch. Es gibt einige, die durchaus seriös sind. Und wir kennen das, wenn wir etwa in der Wissenschaft eine Publikation unterstützen wollen oder Ähnliches, dann wenden wir uns an eine Stiftung und kriegen einen kleinen Zuschuss. Das geht bei der Bertelsmann Stiftung nicht. Das ist eine operative Stiftung, das heißt, sie fördert nur Projekte, die sie selbst angestoßen hat, und die liegen interessanterweise immer sehr nah an den Geschäftsfeldern der Bertelsmann AG. Wen wundert es? Das Selbstverständnis der Stiftung ist, Reformfähigkeit und Zukunftsfähigkeit voranzustoßen. Interessanterweise betreiben die eben genau die Projekte, die sie sich selber ausgedacht haben, sodass man sich fragen muss, naja, wer setzt eigentlich hier die Agenda fest? Sind das die Dinge, die uns auf den Nägeln brennen, oder wird hier nicht sozusagen uns etwas unter den Nägeln heiß gemacht, was die Bertelsmann Stiftung interessiert? Man gibt sich als überparteilich und unparteiisch, aber bedeutet das wirklich? Man arbeitet mit fast allen Parteien zusammen. Inzwischen haben sogar die Linken einen Sündenfall in Richtung Bertelsmann. Ich glaube, die Piraten sind noch unschuldig. Da muss man den Piraten wirklich mal ausdrücklich danken, gerade im Hinblick auf diese Frage nach der Verschwörungstheorie. Denn die Anfrage, über die Jochen Paul gleich sprechen wird, wird uns ermöglichen, als Wissenschaftler bestimmte Quellen einfach zu erhärten. Wir müssen in einzelnen Punkten tatsächlich jetzt auch interpolieren. Und über diese Anfrage wird es möglich sein, also auch wirklich verlässliche Dokumente in diesem Bereich zu haben. Dieser Zusammenhang
jetzt also diese ökonomische Potenz einerseits, aber auch die politische Potenz, möchte ich in 6 Dimensionen weiter nochmal durchleuchten. Wie wirkt eigentlich diese Bertelsmann Stiftung auf das politische Tagesgeschehen und auch nachhaltiger ein? Ich habe 6 Punkte dafür versucht kenntlich zu machen. Einmal personale Präsenz, das heißt, es gibt Leute, die ursprünglich bei Bertelsmann gearbeitet haben und dann an anderer Stelle wieder aufschlagen. Es gibt postdemokratische Reformstrategien mit dem Versuch, das politische Feld insgesamt umzukrempeln, also die Grammatik und die Syntax der politischen Artikulation umzuschreiben. Man wirkt ein auf die Öffentlichkeit durch Studien, das werde ich exemplarisch zeigen. Es gibt aber auch den direkten Versuch für Leute, die jetzt nicht die Studien lesen, sondern nur RTL gucken, so eine Art Brainwashing durch Unterhaltungsshows zu praktizieren. Man inspiriert Gesetzgebungen, also ist an Gesetzgebungsverfahren beteiligt und ist in kommunalen Kommunikationsprozessen auch über Moderatoren entscheidend am Ausgang von politischen Prozessen beteiligt, die immer noch den Anschein der Demokratie erwecken, aber den Boden der Demokratie verlassen. Im Grunde bewegt sich meine ganze Analyse so ein bisschen in Colin Crouchs Kritik der Postdemokratie, wobei ich jetzt diese skeptische Dimension dieses Ansatzes nicht ganz teile, sondern ich eher ein Plädoyer für demokratisches Engagement eben auch und repräsentative Prozesse in der Demokratie unbedingt da anschließen möchte. Und sozusagen auch die düstere Kulisse, die jetzt hier auftauchen könnte, im Grunde gleich wieder zur Diskussion stellen möchte, weil ich denke, dass eine vitale, demokratische, diskursive Öffentlichkeit dem Ganzen ganz schnell auch die Macht nehmen kann. Wie zeigt sich diese personale Präsenz? Interessant sind schon die Verknüpfungen etwa zur OECD. Der jetzige Vorstandsvorsitzende der Bertelsmann Stiftung war stellvertretender Generalsekretär der OECD. Und da gibt es durchaus eine Interessenkonvergenz, etwa im Bereich der Bildungspolitik zwischen OECD und Bertelsmann. Auch der DGB hat seinen Zusammenhang zur Bertelsmann Stiftung. Thomas Fischer hier zitiert nach einem DGB-Blättchen, leitete vorher das Brüsseler Büro der Bertelsmann Stiftung und ist jetzt Leiter der Grundsatzabteilung Gesellschaftspolitik beim DGB. Auch eine interessante Verknüpfung. Oder vielleicht für die Piraten ganz interessant, Viviane Redding, früher Medien- und Informationsgesellschaft, EU-Kommissarin, ist jetzt auch bei der Bertelsmann Stiftung. Auch da gibt es kurze Wege, wo man sich fragen muss, gibt es da nicht Interessenkonflikte? Auch bemerkenswert das nächste Papier zur Militarisierung der deutschen Außenpolitik, neue Macht, neue Verantwortung, German Marshall Fund. Da haben wir neben den üblichen Verdächtigen aus Politik und Lobbygruppen auch die Bertelsmann Stiftung maßgeblich dabei, wenn es darum geht, deutsche Außenpolitik zu gestalten. Man fragt sich, ja, wer hat ihnen ein Mandat gegeben? Demokratie, Sie erinnern sich, ist alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Die ermächtigt dann Repräsentanten, die in Gewaltenteilung politische Prozesse vollziehen. Die Bertelsmann Stiftung haben wir nicht gewählt, wir können sie nicht abwählen und es steht auch nicht im Grundgesetz, dass die ein Mandat für die Gestaltung deutscher Politik hat. Also eine ganz schwierige Frage, die sich da anschließt. Ich komme auf den zweiten Punkt der Einflussnahme, nämlich die postdemokratischen Reformstrategien, die da eine Rolle spielen. Die Bertelsmann Stiftung artikuliert sich über Zentren. In Wissenschaftlerkreisen sicherlich bekannt das Zentrum für Hochschulentwicklung, dann gibt es das Zentrum für Krankenhausmanagement und auch das Zentrum für angewandte Politikforschung. Ich werde einiges zitieren jetzt von der Homepage dieses Zentrums. Hier fragt man sich, Bertelsmann Stiftung und die entsprechenden Wissenschaftler, wie kann man eigentlich in Deutschland effizient regieren? Sie kennen das mit dem Regieren, ne? Man will effizient regieren und dann gibt es so lästige Dinge wie mehrere Parteien, Meinungsvielfalt, ja, öffentliche Diskussionen. Da wird es schon schwer angemessen zu reformieren. Bitte mal die nächste Folie, ein wichtiger Satz. Bertelsmann Stiftung stellt fest, effizientes Regieren wird in der Verhandlungs-, Koalitions- und Parteiendemokratie zunehmend schwieriger. Interessant ist, dass durch das Kriterium der Effizienz hier eine außerpolitische Kategorie, nämlich eine ökonomische Kategorie in den politischen Diskurs eingebracht hat. Denn all das, was hier beschrieben wird, Pluralität von Meinungen und Diskussionen, macht ja gerade den Reichtum einer Demokratie aus. Ja, weil nämlich genau aus der Vielfalt der Positionen heraus dem Gemeinwohl zuträglichste Lösungen herausformuliert werden können. Aber das Effizienzkriterium sozusagen bringt jetzt einen bestimmten Druck auf das Ganze, sodass man gucken muss, ja, wie geht man damit um? Ich lese noch mal weiter vor, formale, informale Machtressourcen, aber auch Vetospieler und Blockadepotenziale stehen im Mittelpunkt des Interesses. Vetospieler sind Leute, die aus guten Gründen Nein zu Reformen sagen, weil sie sie für inhuman und asozial halten. Und Blockadespieler
Blockadepotenziale, könnte man sagen, sind so lästige Figuren wie der Jochen Paul, der in einem Parlament mal eine kritische Rückfrage stellt. Die Antwort darauf, sagen wir auf dieses Effizienzdefizit der Demokratie, jetzt mal ganz ironisch gesprochen, formuliert die Bertelsmann Stiftung auch in einer Schrift, die Kunst des Reformierens, vorgestellt auf einem Kongress hier in Berlin, mehr Strategie wagen. Die Älteren erinnern sich vielleicht an Willy Brandt, mehr Demokratie wagen. Das scheint damit an ein Ende gekommen zu sein. Es gibt dann so eine Artikulationsstrategie für effizientes Reformieren. Die wird in drei Schritten vollzogen. Erste Aufgabe ist das Agenda-Setting. Dann kommt eine Entscheidungsphase und schließlich die Implementierungsphase. So soll also effizientes Regieren aussehen. Was heißt Agenda-Setting nach dieser Schrift? Agenda-Setting heißt, dass das, was politisch ansteht, nicht erwachsen soll aus der Not, die vor Ort besteht, also das wäre ja sozusagen das demokratische Modell, sondern mächtige Gruppen inszenieren politische Ereignisse, um bestimmte Themen auf die Agenda zu bringen. Etwa das bildungspolitische Agenda, also die Abschaffung der deutschen Universität durch den Bologna-Prozess oder die Veränderung der Schule durch PISA, ist nicht erwachsen aus der Not von Lehrern, die ja bestand. Da gab es Reformbedarf durchaus, aber in anderen Themen, sondern eben durch eine bestimmte Marketingstrategie, etwa die PISA-Studie, die ganz im Sinne von Naomi Kleins Schockstrategie einen Reformdruck erzeugt hat auf externem Wege. In der Bertelsmann-Reformfibel steht, dass das Agenda-Setting besonders gut funktioniert, wenn man die Beteiligung der Interessengruppen möglichst reduziert. Das heißt also, die Leute, die wirklich Ahnung von der Sache haben und denen es unter den Nägeln brennt, die sollen dabei nicht mitreden. In der zweiten Phase, der Entscheidungsphase, hat man das Problem, dass man diese ganzen Verbände wieder mit drin hat und die könnten jetzt ja dagegen sein. Und auch dafür gibt es eine Lösung. Man schlägt nämlich vor, ein Policy Design zu wählen, bitte die nächste Folie, das gezielt die Schwächung der internen Kohärenz von potenziellen Vetospielern und starken Interessengruppen anpeilt. Das heißt, wenn man es schafft, die Leute gegeneinander auszuspielen, die eigentlich dagegen sind, schafft man es, gegen eine Mehrheit die Position einer Minderheit durchzubringen. Ich habe da ein interessantes Referenzdokument gefunden, nämlich eine Stasi-Doktrin. Maßnahmen der Zersetzung sind auf das Hervorrufen sowie die Ausnutzung und Verstärkung solcher Widersprüche und Differenzen zwischen feindlich negativen Kräften zu richten, durch die sie zersplittert, gelähmt, desorganisiert und isoliert und ihre feindlich negativen Handlungen einschließlich deren Auswirkungen vorbeugend verhindert, wesentlich eingeschränkt oder gänzlich unterbunden werden. Das ist die gleiche Strategie. Ich behaupte jetzt nicht, dass man abgeschrieben hat, aber der Geist, den demokratischen Prozess der Mehrheitsbildung dadurch zu beschädigen, dass man gezielte Konflikte sät und die Menschen gegeneinander ausspielt, der ist natürlich dementsprechend. Und das macht man ganz geschickt, etwa indem man einzelne Interessenverbände einlädt, andere nicht einlädt. Wie das im Detail zu laufen hat, steht alles in dieser Broschüre. Und das finde ich demokratietheoretisch durchaus bedenklich. Die Implementierungsphase ist auch interessant, denn jetzt treffen diese effizienten Reformen auf Menschen, die eigentlich ja was Gutes wollen und wissen, dass sie viel Arbeit mit der Reform haben werden, dass ihre Ziele dadurch möglicherweise korrumpiert werden. Und da schlägt man jetzt vor, Akzeptanzmanagement zu betreiben, indem man die Betroffenen scheinbar einbezieht, weil man sie für die Umsetzung ja braucht, aber man muss natürlich verhindern, dass sie wirklich gestalten. Das kennen wir aus Stuttgart 21, man sagt also den Leuten, passt auf, wir machen runde Tische, ihr könnt mitdiskutieren, das Projekt selbst wird nicht in Frage gestellt, aber wenn ihr mitmacht, dürft ihr entscheiden, wo die Blumenkübel stehen. Und dann sagen die Leute, okay, dann dürfen wir, ehe wir gar nichts entscheiden dürfen, machen wir mit. Ich habe diesen Satz 100-fach gehört an Universitäten und Schulen, dass die Leute sich also für eine kleine Partizipationsattrappe im Grunde ihr demokratisches Grundrecht der fundamentalen Mitsprache eigentlich abkaufen lassen. Und das ist systematisch hier implementiert und organisiert über diese Reformstrategie. Also der Gedanke der Alternativlosigkeit, der Sachzwangargumente und all diese Aspekte werden hier nachhaltig beschrieben. Ich selbst hatte als Assistent das fragwürdige Glück, an so einer Bertelsmann-Schule zum Umbau der Universitäten teilzunehmen. Meine Chefin war Prorektorin der Uni Köln und da wurde gesagt, passt mal auf, wenn ihr Gremien zusammenstellt, sorgt dafür, dass ihr immer die Mehrheit habt, nehmt aber auch ein paar Verlierer mit rein, damit sie nachher nicht behaupten können, sie wurden nicht gehört und dann lasst das Ganze laufen, ja, und dann kriegt ihr die Ergebnisse, die ihr wollt. CAE-Schulung in einer Akademie für Universitäten und dann verstehen wir vielleicht auch, warum Prozesse laufen, wie sie laufen
und wie man sich dagegen wehren kann. Das möchte ich direkt sagen, Verfahrenshoheit beanspruchen. Niemals dem Ganzen sozusagen sich anvertrauen, weder was den Zeitdruck angeht, was die Tagesordnung angeht oder was die Moderationen angeht, immer selber organisieren, dann ist man auch gleichzeitig viel freier. Wer noch Zweifel hat daran, was hier unter Demokratie verstanden wird, vielleicht eine andere Folie auch aus derselben Schrift, dort schreiben sie, um ihrer politischen Verantwortung gerecht zu werden, muss eine Regierung sich im Zweifelsfall auch gegen den empirischen und kontingenten Volkswillen durchsetzen. Politische Entscheidungen, die der gegebenen Mehrheitsmeinung entgegenstehen, sind nur auf den ersten Blick demokratietheoretisch bedenklich. Hui, ja, natürlich wissen wir, dass wir im Rahmen von direkter Demokratie vielleicht auch eine Mehrheit für eine Todesstrafe hätten und so, dass wir repräsentative Diskurse brauchen. In diesem Kontext aber zu sagen, naja, kümmert euch mal nicht um den Souverän, finde ich tatsächlich ein wenig anstößig. Man wirkt durch Studien, das wäre der nächste Punkt, und das ist was, wo ich als Philosoph natürlich immer sehr zusammenzucke. Die sind immer sehr seriös, das sind immer tolle Grafiken. Ich habe jetzt mal hier zum Beispiel den deutschen Lernatlas. Erscheint dann im Spiegel, man sieht dann immer Deutschlandkarten in verschiedenen Blauschattierungen und hat das Gefühl, naja, das bildet jetzt irgendeine Realität ab. Hier zum Beispiel, je dunkelblauer, desto lernen, finden wir. Für mich ist es als Referent ganz praktisch, ich gucke mir das immer vorher an und wenn es hellblau ist, wie zum Beispiel hier in Berlin, dann verwende ich kurze Sätze und mache keinen Gebrauch von Fremdwörtern. Das Verrückte daran ist, ja, nein, Sie merken, das ist Kokolores. Ich möchte mal diese Studie auseinandernehmen. Sobald diese Prozentzahlen im Raum stehen, schalte ich immer mein Gehirn ab, normalerweise als Philosoph, weil ich denke, das ist Mathematik, ich verstehe es nicht. Kennziffern gestützt wird hier Lernen abgebildet und vier Aspekte spielen eine Rolle, schulisches Lernen, berufliches, soziales und persönliches Lernen. Und jetzt könnte man sagen, wenn es vier Aspekte sind, dann müsste jeder dieser Bereiche vielleicht mit 25% gewichtet werden. Okay, Sie haben 16,8% persönliches Lernen. Wenn man sich jetzt anguckt, was macht persönliches Lernen aus? 16,8%. 16,2 wäre zu wenig, 17,5 wäre zu viel, oder? Da sind wir uns einig, oder? Persönliches Lernen ist zu 9% eine Neigung zum Bücherlesen, falls Sie sowas verspüren, ne? 9%. Die Geschwindigkeit Ihres Internetzugangs ist mit 31,9% berücksichtigt. Jetzt kann man sagen, gut, Netzausbau ist eine tolle Sache, aber ob jetzt allein die Geschwindigkeit schon Lernen produziert, das kann man ja mal befragen. Und wenn Sie den ganzen Tag Schmuddelvideos gucken, ist das ja nicht zwangsläufig Lernen. Aber gut, diese Gewichtung also nimmt schon Normen vor. Das ist also keine Erfassung von Wirklichkeit, sondern es ist ein Programm zur Gestaltung von Wirklichkeit. Sie fragen sich, was soll das jetzt? Man könnte es genau anders zuweisen. Jetzt denken Sie sich mal in die Rolle eines Bürgermeisters einer finanzklammen Kommune, der befürchtet, dass er hellblau ist, weil er nämlich die Bibliothek schließen musste. Der hat kein Geld mehr, weil er Cross-Border-Leasing gemacht hat und mit PPP irgendwie sich völlig hat über den Tisch ziehen lassen. Also die Kassen sind leer. Der muss dann aber nur bei der Telekom anrufen und die Internetgeschwindigkeit erhöhen lassen und dann ist er von hellblau nach dunkelblau geschnellt. Ohne, dass die Menschen vor Ort tatsächlich einen Bildungsfortschritt hätten. Das heißt, diese Zahlen selber bilden nicht Wirklichkeit ab, sondern sollen eine Norm zur Gestaltung von Wirklichkeit werden. Und das ist jetzt der Gedanke bei diesen ganzen Studien, der im Grunde im Hintergrund von all dem steht. Man nimmt immer ein Thema, wo keiner was gegen haben kann. Integration, Flüchtlinge, Inklusion, Dialog, Bürgerbeteiligung. Das ist so schön, dass wenn einer sagt, na, das ist, was Bertelsmann macht, ist aber nicht gut, dann sagt er, bist du etwa gegen Bürgerbeteiligung? Bist du gegen Inklusion? Das heißt, es wird so ein moralisches Empfindlichkeitshäutchen über die Sachthemen gezogen und damit auch demokratisch eigentlich jede Kritik ausgeschlossen. Das ist eine Immunisierungsstrategie. Der nächste Schritt besteht dann darin, dass man mit Quantifizierungen und Messungen dieses Thema versucht auf Zahlen zu bringen und wir wissen, dass bei vielen Themen Zahlen helfen, bei manchen aber das Wesentliche verschwindet, wenn man es in Zahlen darstellt. Also Indikatoren, ne, was bilden die ab? Es gibt also einen metrisch verengten Blick auf die Wirklichkeit, der uns auch erblinden lässt vor dem, was möglicherweise wirklich eine Rolle spielt. Dann werden Standards etabliert, ne, also möglichst schnelles Internet ist eine Lösung, mag sein, vielleicht auch nicht. Und als Lösung gibt es immer nur eins, New Public Management, unternehmerisches Kalkül in den einzelnen Kommunen. Dass damit bestimmte demokratische Spielräume, etwa der bürgerlichen Mitgestaltungen, auf dem Wege der Zahlen abgebrochen werden, ist ein in Kauf genommener Nebeneffekt, vielleicht sogar ein beabsichtigter, ich weiß es nicht.
Das Ganze spielt sich in verschiedenen Studien durch, man kann es immer wieder überprüfen. Das vierte Moment, das da eine Rolle spielt, ist das Brainwashing durch Unterhaltungsshow. Das trifft dann Leute, die eben nicht zu Matineen gehen und Vorträge sich anhören oder den Spiegel mit den neuesten Bertelsmann-Studien lesen, sondern das trifft dann die Leute, die einfach gerne mal bei RTL sich ein bisschen entspannen wollen und zum Beispiel Tine Wittler Einsatz in vier Wänden gucken. Da haben wir dann also ein Wohnzimmer, was überbordet, bitte die nächste Folie von Gelsenkirchener Barock und Nippes-Figuren, wenn man so möchte. Ich denke, das ist eine Blaupause für das Reformieren. Haben wir hier Deutschland vor der neoliberalen Reform. Hier haben wir also den ganzen Sozialstaat, der sich üppig breit macht. Ja, wir haben das Humboldtsche Bildungsideal, all das Gerümpel des fetten Staates, der zur Verschlankungskur die Brigitte-Diät verordnet bekommt, sieht man hier erstmal dargestellt. Jetzt ist es so, ja, dass die Experten jetzt diese Wohnung betreten, wie die Innenarchitekten, sie kennen diese Sendung nicht, ich weiß, sie gucken, wenn nicht, überhaupt kein Fern und wenn dann Arte oder Dreisat und englische Literaturverfilmung, sie kennen das, das ist gut. Ja. Was passiert als nächstes? Es kommen die Experten und sagen, boah, das muss alles weg. Ja. Die Bewohnerin Oma Gunda, können wir sie ja mal nennen, wird mal kurz in eine Pension geschickt. Wenn sie psychische Probleme hat, geht sie in einen Hochseilgarten, um sich ein bisschen mit dem Vertrauensspielen zu üben oder darf mit ihren Familienangehörigen tiefe Gespräche im Weichzeichner, während Phil Collins irgendwie im Hintergrund singt, führen. Ja. Währenddessen wird die Wohnung von Experten beurteilt und gesagt, ach, so geht das gar nicht. Und dann kommen die Sachen in die große Sperrmüllpresse und die Leute sagen, boah, dass das so schlimm war hier mit Deutschland, dieser ganze Reformstau, das muss endlich mal abgebaut werden. Und irgendwann kommt Oma Gunda, die selber nicht mitbestimmen darf, zurück in ihre Wohnung und soll sich dann freuen und in Jubel ausbrechen. Und was ihr passiert, ja, nächste Folie, sie vertraut sich dann Original-Szene jetzt aus einer großen Boulevardzeitung der Öffentlichkeit und sie sagt, nichts ist mehr, wie es mal war. Wo ist eigentlich soziale Absicherung? Wo ist der Sozialstaat? Wo sind die Bürgerrechte? Wo ist das? Wo ist die Universität? All das ist verloren und das Problem ist, dass man natürlich jetzt der drallen Reformerin Tine Wittler mit der Hilti in der Hand mehr Sympathie entgegenbringt als der Oma Gunda, die jetzt praktisch zum zweiten Mal viktimisiert wird. Interessant ist in diesem Zusammenhang die medial konstruierte Figur des Messis. Das ist ja im Grunde jemand, der nicht bereit ist, von altem Abstand zu nehmen und sich dem Neuen im Wirbel der kreativen Zerstörung anzuvertrauen. Und wenn man so möchte, ist jeder, der eigentlich noch dem Sozialstaat, den Bürgerrechten oder dem Bildungsideal anhängt, so eine Art Kultur-Messi, der noch nicht verstanden hat, dass es alles verzichtbar ist unter den Effizienzkriterien. Was an diesen Sendungen deutlich wird, und das gibt es eben jetzt nicht nur in Bezug auf Wohnungen, sondern auch im Hinblick auf Körperfette und gescheiterte Bildungsbiografien, immer wieder dieselbe Schablone. Das, was besteht, ist als Bestehendes schon nicht mehr legitimiert. Alles muss einem Tribunal der Reform unterzogen werden. Eingespielte Strukturen, Gewachsenes muss zerstört werden. Wir kennen das aus Einrichtungen. Es werden nicht immer nur neue Programme installiert, sondern es werden auch die Abteilungen so durcheinander gewirbelt, dass sie sich nicht mehr solidarisieren können. Es entstehen auch neue Strukturen. Kritiker werden als rückwärtsgewandt diffamiert und entartikuliert. Und dann wird das Neue gebracht, ohne dass die Leute daran wirklich beteiligt waren. Und man kann auch nie sicher sein, dass man fertig ist mit der Reform, denn wenn Oma Gunda sich einfallen lassen sollte, nochmal Nippes-Figuren irgendwo aufzustellen, muss sie befürchten, dass Tine Wittler zurückkommt und eine neue Qualitätsanalyse vornimmt. Also das ist dieses Moment des permanenten Reformierens, der immer von außen induziert wird und die eigentlich Betroffenen in Anpassungsleistungen zwingt, möglichst schnell zu regieren, aber selber politisch nicht zu gestalten. Man hat Gesetzgebungen inspiriert, ich beziehe mich hier auf... Entschuldigung, das Pendant dieser permanenten Anpassungsleistung ist die dauernde Aktualisierung des eigenen Profils auf Facebook. Genau. Ja, also das sind Muster, zu deren Insassen wir werden auf verschiedenen Weisen. Ich zeige also jetzt nur einen Bruchteil der Strategien, eigentlich auch im Rahmen der knappen Zeit. Im Schluss kommt vielleicht noch ein bisschen was. Also da gibt es das ökonomisch gesprochen ist das Schumpeters kreative Zerstörung und permanente Innovation unter Liquidation dessen, was uns gebunden hat. Und natürlich ist der Aufbruch ins Neue was sehr, sehr Schönes, aber es gibt eben auch demokratische Strukturen, die gerade aus ihrer Nachhaltigkeit heraus Gewähr für ein humanes Leben bilden und die sind selber natürlich marktfeindlich und müssen entsprechend liquidiert werden. Dass man sich in Gesetzgebungen eingeschaltet hat, hat Wolfgang Lieb sehr schön nachvollzogen auf einem Beitrag, der, glaube ich, bei den Nachdenkseiten noch nachzulesen ist,
wo er zeigt, dass etwa das Hochschulfreiheitsgesetz, mit dem die akademische Freiheit in Nordrhein-Westfalen den Bach runtergegangen ist, auch inspiriert war vom Zentrum für Hochschulentwicklung. Und er zeigt bis in die Formulierungen hinein, dass hier das Zentrum für Hochschulentwicklung maßgeblich eine Rolle gespielt hat. Ich will es gar nicht vertiefen. Der neueste Clou und jetzt auch der letzte Punkt dieser Strategien wäre für mich die Verfahrenskontrolle. Dazu müssen wir jetzt einigermaßen vor, nämlich der Gedanke der Bürgerbeteiligung. Eine komische Formulierung mit Beteiligung. Wir müssen nicht beteiligt werden, wir sind das Volk und von uns geht die Staatsgewalt aus. Also wir brauchen jetzt nicht sozusagen Beteiligungsbonbons, die inszeniert werden. Man ist auf die Idee gekommen mit der Bürgerbeteiligung, weil es doch immer wieder Kritik an Großprojekten gab und gesagt, so ein bisschen müssen wir die Bürger doch mit reinnehmen, aber wiederum nicht so, dass sie wirklich gestalten. Und insofern gibt es hier das Konzept organisierte Dialoge als Strategie. Ein komischer Ansatz, also wir sind, glaube ich, alle in der Lage, selbst Dialoge zu führen, ohne dass das jemand organisieren muss. Und wenn, muss das nicht strategisch ausgebeutet werden, sondern wir selber sind die, die gestalten können. Was steht da drin in dieser Schrift? Das ist ein bisschen subtiler. Die Metapher der Demokratie als ein Rezept für Problemlösung durch strukturierte, möglichst zugängliche, inklusive, dominanzarme und zweck- und outcome-orientierte Beteiligung buchstabiert die Idee der kleinen organisierten Dialoge in den Großbuchstaben der Demokratie. Demokratiepolitik, in diesem Sinne ist Politik die dialogische Beteiligung an den kollektiven Problemlösungen der Demokratie ermöglicht. Klingt erstmal toll. Inklusiv, ja, zugänglich, dominanzarm, eine große Einladung. Der Staat breitet seine Arme aus und wir kuscheln uns in Bertelsmanns Nischen der organisierten Dialoge. Wenn man mal genauer guckt, was damit gemeint ist, sind es eigentlich wiederum nur Demokratieattrappen, die Partizipation vorgaukeln und im Grunde den politischen Impuls neutralisieren und amputieren. Strategische Organisation widerspricht dem, was dem demokratischen Diskurs eigentlich innewohnen sollte, nämlich dass er ereignishaft und ungezügelt und ungesteuert ist. Wenn jemand steuert, ist es nicht mehr Demokratie. Der Gedanke eines Verfahrensgestalters und Moderators, der dem vorangesetzt wird, widerspricht dem Gleichheitsprinzip, das der Demokratie doch sehr tief eingeschrieben ist. Beteiligung ist was anderes als Volkssouveränität. Problemlösung ist was anderes als Gestalten des Politischen. Das ist nämlich so, dass ihr sagt, pass mal auf, wir haben da ein Problem, zum Beispiel wir haben klamme Kassen. Und jetzt machen wir was ganz Tolles, wir erfinden einen Bürgerhaushalt und da dürft ihr selber entscheiden, was ihr macht und ihr dürft auch selber entscheiden, in welchem Bereich der Kommune gespart wird. Wir durften nicht entscheiden, als die kommunalen Kassen geplündert wurden. Wir durften nicht entscheiden, als Banken gerettet wurden. Aber wie wir jetzt sozusagen mit dem Mangel umgehen, da dürfen wir Problemlösungen finden. Vielen, vielen Dank. Und übrigens Bürgerhaushalt, ich weiß nicht, ob es das in Berlin gibt. Der ganze Haushalt ist Bürgerhaushalt. Das ist alles demokratisch dem Bürger zugeschrieben. Ja, da brauchen wir kleine Bonbons, die wir dann irgendwie placebomäßig verteilen dürfen. Also eine völlige Zuspitzung. Wir werfen euch das Problem zu, kanalisieren damit die politische Diskussion auf vorgegebene Probleme und steuern damit eigentlich den politischen Diskurs. Weiterhin Outcome-Orientierung. Ja, das heißt so, als ob wir unter Ergebnisdruck zielführend argumentieren dürfen, aber Grundsatzfragen, die dürfen natürlich dann nicht gestellt werden. Auch der Transparenzbegriff, ich weiß, dass die Piraten den sehr stark gemacht haben, wird hier eher einseitig missbraucht, denn Transparenz ist fürs Volk. Ja, die wahren politischen Entscheidungen, über die kriegen wir natürlich keine Transparenz oder öffentliche Kontrolle zustande. Und dann frage ich mich, was ist eigentlich Demokratiepolitik? Sollten wir nicht lieber nur von Demokratie sprechen? Was soll das? Das heißt so, wir nutzen Demokratie politisch an einzelnen Stellen und an anderen Stellen wieder nicht. Ich habe da sehr, sehr viele Fragen. Ich schließe mit ein paar spekulativen Gedanken zum Interesse der Stiftung. Was treibt die eigentlich an? Was ist die Agenda? Das eine ist möglicherweise oder mit Sicherheit Geld verdienen. Auf der anderen Seite könnte man fragen, ja, meinen die es gut und beglücken uns mit was, was wir nicht so ganz verstehen und wahrhaben wollen? Interessant, es gibt viele Wirkungsfelder, ich habe mal ein paar zusammengestellt und mich da auf die Literatur bezogen, etwa Thomas Schuler, Bertelsmann, Republik Deutschland ist da sehr schön, oder Thorsten Bultmann und Jens Wernicke, Netzwerke der Macht. Und wenn man sich das mal anschaut, wir haben hier im Grunde keinen Gesellschaftsbereich, in dem der Bertelsmann sich nicht stark macht. Es ist wie beim Hase- und Igel-Spiel. In jeder Ackerfurche sitzt ein Bertelsmann, angefangen
von der Kommunalisierung, Rechtschreibreform, Gesundheitspolitik, EU-Verfassung, Arbeitsmarktpolitik, digitales Rechtemanagement, Urheberrechtsfragen, überall tatsächlich hat man seine Finger drin. Und was ist da das Interesse? Der Patriarch Reinhard Mohn schreibt in einem seiner letzten Interviews mit der Bertelsmann Stiftung, ist mir in 25 Jahren der Nachweis gelungen, dass die Grundsätze unternehmerischer, leistungsorientierter und menschengerechter Gestaltung der Ordnungssysteme in allen Lebensbereichen zur Anwendung gebracht werden können. Die Übertragung des in der Wirtschaft entwickelten Modells der Unternehmenskultur in andere Lebensbereiche ist möglich. Ja, ich glaube, er möchte nicht nur beweisen, dass es möglich ist, sondern auch, dass es wirklich wird. Und dann kann man sagen, ja, das ist ein schönes Privatexperiment, aber es gibt Lebensbereiche, die eben nicht der ökonomischen Ratio folgen, sondern einer anderen Ratio, nämlich etwa die der Politik, die der Bildung, die der Kultur. Das sind andere Denkmodelle. Und wenn ihr uns damit beglücken wollt, vielen Dank. Aber die Demokratie hat nun mal zum Prinzip, dass wir selber gestalten können, wie unser Leben aussieht. Und dann müsst ihr das nicht für uns unternehmen, selbst wenn ihr es gut meint. Und vielleicht kann man auch bezweifeln, dass das gut gemeint wird. Es gibt auch internationale Kritik an Bertelsmann, etwa aus Frankreich. Pierre Hillard kümmert sich um die Frage, wie etwa die Globalisierung vorangetrieben wird durch Bertelsmann und ob man da nicht auch den Anspruch hat, über die nationalen Grenzen und die demokratisch legitimierten Parlamente hinaus Entscheidungen zu treffen. Das wird sehr, sehr kritisch gefragt. Auch in Nordafrika spielt man eine Rolle, etwa in den Kronberger Gesprächen hat man schon Konzepte entworfen, wie Grenzziehungen aussehen können in Nordafrika, indem man etwa ethnische und religiöse Konflikte schürt. Da gibt es vieles, was aufzuarbeiten wäre wissenschaftlich. Wenn ich es mal zusammenfasse, haben wir eine ziemlich starke Machtbasis, die durch mediale Macht begründet ist. Man hat Fernsehsender und Zeitungen. Das ist etwas anders als Berlusconi, wo wir sozusagen die Regierungsgewalt mit der medialen Gewalt vereinbart haben. Hier haben wir sozusagen Bertelsmann und Regierungen, die unter Bertelsmann regieren. Wir haben ökonomische Macht, wir haben den Einfluss auf die formelle Politik und wir haben Beziehungen zu informellen Machtkreisen. Finanziert wird das Ganze durch Steuergelder der AG, die dem Gemeinwesen entzogen sind. Da müsste man das Stiftungsrecht mal befragen, ob das legitim ist. Als Agenda haben wir ökonomische Interessen der AG und wir haben die ökonomistische Modellierung aller Lebensbereiche, die wir im Zusammenhang mit Ökonomismus und Neoliberalismus ausführlich diskutiert haben. Und als Hintergrundagenda lässt sich feststellen, ein Interesse an Militarisierung, Geopolitik, Globalisierung und vor allem Privatisierung. Und was diese Begriffe eher verbergen, ist, dass es dazu führt, dass wir eine Konzentration von Geld und Macht in den Händen sehr weniger haben und gleichzeitig Elend, Krieg, Flucht, Ausbeutung, Verlust von kultureller Identität für die Mehrheit der Menschen. Und das sollte Anlass genug sein, das Wirken dieser Stiftung genauer unter die Lupe zu nehmen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Joachim Paul bekommt das Wort. Ich möchte das mit einer Eingangsfrage animieren. Erstmal natürlich nochmal tausend Dank für eine kompakte Darstellung der Dinge, die uns wirklich, wir werden regiert, nicht durch die Regierung, sondern offenbar von der Bertelsmann Stiftung. Und sowas kann ja nicht von heute auf morgen aus dem Himmel herabfallen auf uns, sondern man hat es offenbar zugelassen und gefördert. Wenn ich das richtig sehe, ist sozusagen das Thema Bertelsmann und seine Auswirkungen auf die Gestaltung der bundesrepublikanischen Gesellschaft zum ersten Mal jetzt durch die große Anfrage der Piraten zum Thema gemacht worden. Das heißt, alle Parteien, die Linke, die Grünen, die SPD, die CDU, die FDP erst recht, haben offenbar mitgewirkt, weil sie sich möglicherweise selbst nicht imstande sehen, die Politik so zu gestalten, wie es eigentlich die Politik machen sollte. Die Linke muss man ein bisschen in Schutz nehmen. Tatsächlich, es gibt da eine Person, die da nicht so die größten Abgrenzungsschwierigkeiten hat, aber in der Summe ist sehr viel Bertelsmann-Kritik von links auch gelaufen. Allerdings nicht mit dem Schneid, mit dem jetzt die Piraten antreten. Also das ist wirklich was Einzigartiges, was auch hervorgehoben werden muss.
Also es hat in puncto Bertelsmann, wenn ich das aufgreifen darf, keinerlei parlamentarische Initiative gegeben in den Parlamenten, wo die Linken vertreten waren. Und das ist, muss ich sagen, für mich auch ein bisschen Frust und ein Armutszeugnis. Und was mich persönlich auch da überzeugt, man kommt, wenn man wirklich Demokratie gestalten will, aktiv gestalten will, mit wirklicher Bürgerbeteiligung, wo man wirklich was zu entscheiden hat, kommt man um die Piraten nicht drumherum. Also das ist, kann ich an der Stelle nur noch mal verstärken, weil die Linken haben da offensichtlich nicht den Schneid oder den Wumms in der Hose, wie man sagen würde. Ich würde jetzt gern auf deine Frage vielleicht auch noch mal ein bisschen historisch drauf eingehen, wie es zu dieser Anfrage gekommen ist. Ja, ganz bitte, kurz. Ja, unbedingt. Ja? Ich möchte aber vorher, und das ist natürlich schwierig bei Matthias Borchardt, ich kenne Herrn Dr. Matthias Borchardt aus Anhörungen, speziell im Schulausschuss des Landtages von Nordrhein-Westfalen. Und ich kann euch allen hier versichern, Herr Dr. Borchardt und auch andere kritische Stimmen werden im Landtag gehört. Die Frage ist nur, ob das, was man dort zu hören bekommt, auch politische Konsequenzen hat. Also da haben wir uns kennengelernt. Er ist mir da gleich in Tüdelchen unangenehm aufgefallen. Ich dachte, da muss man mal gucken, ob man nicht vielleicht irgendwie sich mal gemeinsam committet über gewisse Dinge. Es ist schwierig, bei dem, was Herr Borchardt gesagt hat, noch ein bisschen was draufzusetzen. Aber ich glaube, alles das kann man erstens nachlesen unter www.reformkompass.de. Das ist eine von Bertelsmann betriebene Seite. Da steht alles drin, auch die strategischen Vorgehensweisen, die Projekte, deren Erfolg man sich selbst ans Knie heftet, wie beispielsweise die Agenda 20 stehen, steht alles dort. Und das scheint mir eine neue Strategie zu sein, dass man die Dinge halt nicht versteckt, sondern sie irgendwo im Rauschen des Netzes unterbringt und dann quasi durch den Information Overload, durch einer kritischen Betrachtung entgeht. Also guckt euch die Seite wirklich genau an und lest sie zwischen den Zeilen. Nein, kein geringer als Noam Chomsky hat vieles von dem, was Matthias Borchardt gesagt hat, in einen Satz zusammengefasst. Der intelligente Weg, Leute passiv und fügsam zu halten, besteht darin, die Breite der akzeptablen Überzeugungen strikt zu begrenzen, jedoch innerhalb dieser Grenzen eine sehr lebhafte Debatte zu erlauben, gerade zu kritischen und andersdenkenden Sichtweisen zu ermuntern. Das gibt den Leuten die Wahrnehmung, dass freies Denken möglich ist, während die ganze Zeit die Vorannahmen des Systems bestärkt werden durch die Grenzen, die der Debatte gesetzt werden. Also nicht Agenda-Setting über Debatteninhalte, sondern über Leitplanken für Debatten. Damit das System innerhalb dessen diskutiert wird, nämlich die Leitplanken erst gar nicht in Frage gestellt werden. Das hat Chomsky sehr schön zusammengefasst. Es regt sich allerdings, und da möchte ich jetzt auf einen hochschulpolitischen Aspekt eingehen, Widerstand in deutschen Landen. Das ist ganz interessant und möchte dort einen anderen, doch relativ in Insiderkreisen relativ bekannten Kommunikations- und Medienwissenschaftler und Philosophen, nämlich Jochen Hörisch von der Uni Mainz zitieren. Der hat am 29. Mai ein Essay in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung im Feuilleton veröffentlicht. Die FAZ ist ja nun nicht gerade bekannt für, ich sag mal, basisdemokratische Positionen. Das kann man der FAZ nicht unterstellen. Hörisch schreibt dort. Und es geht speziell um die Konsequenz der Bertelsmann gesteuerten Politik im Hochschulbereich in der Bundesrepublik, nämlich Universitäten gegeneinander in Anschlag zu bringen über die sogenannte Exzellenzinitiative und sowas wie den Wettbewerb des freien Marktes jetzt auch in den Denkfabriken der Gesellschaft, nämlich in den Universitäten zu etablieren. Da schreibt Hörisch, man muss kein approbierter Medien- und Kommunikationswissenschaftler sein, um die alltägliche Kommunikation an den Universitäten über die alte wie die neu aufgelegte Exzellenzinitiative auffallend und analysebedürftig zu finden. Denn immer wieder macht sich ein profanes Dilemma bemerkbar. Im ältesten Medium, nämlich der Face-to-Face-Kommunikation, wird noch sehr viel stärker als sonst gänzlich anders über die Exzellenzinitiative gesprochen als in der publizierten Schriftform. Antragsprosa oder Verlautbarungen von offiziösen Universitätszeitschriften begrüßen die Erneuerung der Exzellenzinitiative, ansonsten aber hört man zumeist lästerliche Reden. Mit einem Wort, es herrscht in der Kommunikation über die Exzellenzinitiative systematischer Doublespeak.
ironische, distanzierte, mitunter gar verächtliche Reden über den Antragsprosa-Stil, über Kollegen, die nur noch mit Antragstellung und Mitteleinwerbung beschäftigt sind, über die, die als akademische Lehrer scheitern und deshalb Wissenschaftsmanager werden wollen, über die groteske Zeitverschwendung, die die Antragstellung erfordert, über glatte Fehlinvestitionen an Ressourcen und Zeit, wenn ein Antrag scheitert, was ja der statistische Standardfall ist, über inkompetente und von Eigeninteressen geleitete Gutachter, über die Nötigung, schon bei frisch angelaufenen Projekten an den Verlängerungsantrag zu denken, über die ausbleibende Resonanz auf die anfälligen Sammelbände, er setzt hier ein T rein, also Stammelbände, über die Reklamesprache der Projekte und die Lancierung neuer Turns und Keywords, über den Egoismus der jeweiligen Teilprojekte etc. ppp. Lästerliche Reden sind der Normalfall. Und das gerade auch bei jenen, die wissen, wovon sie sprechen, die also Erfahrung mit der Einwerbung von Drittmittelprojekten im Rahmen der Exzellenzinitiative haben. Diesen erfahrungsgesättigten Lästereien widerspricht krass die Antrags-, Vorwort-, Gutachter- und Verlautbarungsprosa über die jeweiligen Projekte, und zwar von denselben Leuten. Eine schizoide Kommunikation aber kann nicht die regulative Idee akademischer Kommunikation sein. Und in dem Ton geht es weiter. Es ist also relativ elaboriert, sein Schreibstil, aber das sagt uns, und ich versuche das mal in einem Satz zusammenzufassen, was dort passiert, ist hochgradig innovationsfeindlich, weil die Leute in gruppendynamische und sprachdynamische Zusammenhänge gefesselt sind, sich rechtfertigen müssen, auf der privaten Ebene ganz andere Überzeugungen pflegen. Das führt natürlich zu einem Schisma, was, ich sag mal, die wissenschaftliche Kreativität ganz eindeutig lähmt. Was anderes kann ich mir da gar nicht vorstellen. Das ist hochgradig innovationsfeindlich. Und in dem Zusammenhang muss man auch die Politik der Stiftung verstehen und die daran hängende Ratgebertätigkeit des sogenannten CHE, des Zentrums für Hochschulentwicklung. Das ist ja eine 50-prozentige Bertelsmann-Tochter. Aber vielleicht mal zur Genese. Wir Piraten sind in diese große Anfrage ja strategisch reingestolpert, muss man sagen. Wir haben 2012 in NRW im Wahlprogramm einen Passus gehabt, der die Rücknahme von zwei Zeilen, die unter Steinbrück, der für den nach Berlin gegangenen Clement als Ministerpräsident in NRW kurzfristig eingesprungen ist, der hat das NRW-Stiftungsrecht ändern lassen an zwei Passagen. Nur ist Stiftungsrecht eine sehr komplexe Kiste, das hängt bei den Ländern am Bundeskörperschaftsrecht dran und ist alles nicht so einfach zu handeln. Aber es gibt zwei kleine Passagen, die jeden Piraten natürlich hellhörig gemacht haben. Und von daher war eine 100-prozentige Zustimmung beim Programmparteitag auch gegeben. Die eine Passage sagt, dass die Kontrolle des Stiftungsvermögens und Bewegung des Stiftungsvermögens, die bei gemeinnützigen Stiftungen früher einer staatlichen Aufsicht folgte, in dem Fall erledigt in Nordrhein-Westfalen von einer der fünf Bezirksregierungen, delegiert werden kann an ein staatlich anerkanntes Wirtschaftsprüfungsunternehmen. Das heißt, erstens Outsourcing von Kontrolle. Der zweite Passus, der eingefügt wurde, war, dass Bewegungen des Stiftungsvermögens vom Informationsfreiheitsrecht des Landes Nordrhein-Westfalen ausgenommen sind. Das heißt im Prinzip, das ist sowas wie der Blankoscheck, um machen zu können, was man will. Und man muss der Öffentlichkeit darüber nicht Rechenschaft ablegen, weil das Informationsfreiheitsgesetz des Landes NRW an der Stelle ausgehebelt ist, nicht gut ist, nicht zum Einsatz kommt. Wir haben damals die Rücknahme dieser beiden Passagen in einem Programmantrag gefordert und sind dann, als wir in die fünfjährige Legislatur eingetreten sind, zu der Überzeugung gelangt, wir machen erstmal zwei Jahre wirklich Lernen im Landtag, um die Spielregeln auch zu kennen, um zu gucken, was hinter den Linien läuft, und haben dann die große Anfrage in Angriff genommen, quasi als Ersatz für diesen Programmpunkt, um die Landesregierung erstmal einfach zu fragen, nur wie sieht's denn aus? Wie ist denn die Historie der Kooperation mit der Bertelsmann Stiftung? Wie sind die Verflechtungen möglicherweise mit dem Konzern? Und es gibt diese große Anfrage umfasst insgesamt 42 Fragen, die in drei Gruppen sortiert werden können. Ein Fragenkomplex beschäftigt sich mit den Kooperationsprojekten und den damit verbunden geflossenen Geldmitteln. Ein zweiter Fragenkomplex beschäftigt sich mit dem Personentransfer, so wie wir das aus der Bundespolitik kennen. Ich sag mal, Pofalla geht zur Bahn oder sowas. Oder der CDU-Mensch, wie hieß er noch, von Kläden, der auch dann in die Wirtschaft gegangen ist. Dass man dort halt mal Fragen stellt, wie sehen die Verflechtungen aus? Das muss ja alles noch nicht illegal sein, was da passiert.
Und der dritte Fragenkomplex beschäftigt sich tatsächlich mit allgemeineren Dingen, die tatsächlich die Landesregierung fragen, wie sie denn zur Demokratie als solcher steht, wenn sie solche Projekte zulassen. Also wie bewertet die Landesregierung diese Kooperationen unter demokratietheoretischen Gesichtspunkten, ist die letzte der 42 Fragen. Interessant war die Resonanz. Wir haben unter der Hand redet man ja viel als Abgeordnete, auch mit den anderen Fraktionen, überhaupt nichts gehört. Null Reaktion seitens der anderen Fraktionen. Und wir haben auch zunächst mal nicht direkt angesprochen. Es gab sofort, weil es sich um Gütersloh handelt, dass die Westfalenpost, die angesprungen ist und ein kleines Interview mit mir veranstaltet hat, das ist auch in der Zeitung publiziert worden. Ein lokaler Redakteur des WDR in Bielefeld hat mit der Stiftung gesprochen und mir am Telefon gesagt und auf der Webseite veröffentlicht, ich habe einen Screenshot davon, dass die Stiftung zu der großen Anfrage in der beginnenden Woche drauf Stellung nehmen wird. Und ich habe mich schon innerlich gefreut, weil die Reaktion der Piratenfraktion wäre eine sehr lakonische gewesen, nämlich, liebe Stiftung, danke für eure Stellungnahme, aber wir haben die Landesregierung gefragt. Irgendwie hat man dann bei der Stiftung auch gemerkt, dass das nicht so produktiv ist, wenn man da selber eine Stellungnahme macht, weil da kann man ja dran fühlen. Darin steckt ja schon ein Misstrauen dem Partner, nämlich der Landesregierung gegenüber. Warum soll man nicht dem Gefragten die Beantwortung der Frage tatsächlich auch überlassen? Da steckt ein gewisses Misstrauen drin. Und ich denke auch, und das ist in dem Beitrag von Herrn Burchardt auch deutlich rausgekommen, es gibt so eine Überhöhung im Selbstverständnis der Stiftung, dass man halt von sich sagt, wir sind kompetenter als die gewählten Mandatsträger, was die Zukunft unseres Landes angeht. Und da ist wirklich die Frage, ob wir das politisch zulassen können. Ich habe nichts gegen Elitismus, gegen Eliten und Fachleute, solange sie über Mandate legitimiert sind. Da kann man auch gar nichts gegen haben. Im Gegenteil, wir brauchen mehr wirklich gute Fachleute auch in der Politik und nicht nur irgendwelche Schwafelbacken. Das ist ganz, ganz wichtig. Aber bitteschön über einen gewählten demokratischen Prozess. Und dieses Auslagern von Entscheidungen und das Setzen von Leitplanken und das allmähliche Verändern des Klimas in der Gesellschaft halte ich für einen ganz gefährlichen Aspekt, vor allen Dingen vor dem Hintergrund, Herr Burchardt hat es eigentlich nur in einem Nebensatz erwähnt, Stiftung und Konzern, die Beteiligungen sind klar, es sind 3/4 des Vermögens des Konzerns hält die Stiftung als Kapitalstock, das heißt, da gibt es jedes Mal eine Steuersparnis, wenn der Konzern seine Dividende abwirft. Das ist der eine Punkt. Und der nächste Punkt ist natürlich, dass die Beratungs- und Studienergebnisse der Stiftung eine Tendenz hin zu New Public Management, ÖPP, also PPP, Public-Private Partnership, auf der anderen Seite haben und dass der Konzernanteil dieses Konglomerats natürlich mit den entsprechenden Dienstleistungen im Rahmen von PPP selber auch aufwartet. Das heißt, es wird ein sehr abstruses Geschäftsmodell daraus. Gleichzeitig entblödet sich die Stiftung aber nicht zu sagen, dass man das US-amerikanische Stiftungsrecht sehr viel besser findet. Man könnte sich ja freiwillig schon mal danach richten. In den USA ist es nämlich so, da gibt es eine ganz strikte Trennung zwischen Antragsteller, Verwaltung des Konzernvermögens und Gutachterkommission, die Projektanträge bewilligt. Wobei das ist ja gar nicht möglich. Die Stiftung arbeitet operativ. Es werden nur Projekte aus den eigenen Reihen von den eigenen Leuten zugelassen. Und das ist für mich eine, ich sag's mal ganz direkt, intelligente Form der Steuergelder-Waschmaschine. Ich möchte an dem Punkt erstmal schließen. Ich weiß nicht, ob ich deine Frage beantwortet oder vergessen habe. Nein, ich habe Zusatzfragen, aber einen Teil hast du beantwortet. Und zwar wegen dieser strategischen Bedeutung des Wirkens der Bertelsmann Stiftung. Das hat ja eigentlich schon was Totalitäres. Es ist nett verpackt, es ist mit Marketing-Sprüchen verschleiert. Frage ich mich, was machen eigentlich die anderen Piraten, die nicht in Nordrhein-Westfalen sind, nun aus eurer Initiative? Gab es Reaktionen darauf? Hat man miteinander darüber gesprochen? Wie weitet man sozusagen das Thema innerhalb der Piratenschaft aus? Und erst recht natürlich dann darüber hinaus, nachdem wir festgestellt haben, bis auf die Linke, gibt es an dem Vorgehen der Bertelsmann-Stiftung
keine große gesellschaftliche Reaktion, kein Reflex, keine Gegensteuerung. Und insofern ist es ja sozusagen neben dieser guten Initiative ein Megathema. Und so. Nur noch zwei Sätze. Und unter dem Vorzeichen, dass wir natürlich weiterhin an uns glauben, ist natürlich sozusagen die Arbeit hier in Berlin beim Aufklären des schiefgelaufenen Seins beim Flughafen und eure Initiative, das sind zwei Vorzeigeprojekte, die nachweisen, dass Piraten notwendig sind, um Dinge aufzuhalten, um Transparenz in die Politik zu bringen, um die Demokratie lebendig zu machen. Also insofern müsste man eigentlich über Nordrhein-Westfalen dieses Thema viel, viel stärker noch aufgreifen. Ja, lieber Rainer, ich will da jetzt kein Wasser in den Wein gießen. Vorzeigeprojekt, schön und gut. Danke für die Anerkennung und das Kompliment. Aber um etwas vorzuzeigen, braucht man auch eine Fläche, auf die man projizieren kann. Also erstmal innerhalb der Partei. Es gibt ein gespanntes Abwarten. Es gibt über die Parteikanäle. Prima ist total wichtig, auch von Wirtschafts- und Neoliberalismus-kritischen Menschen, die mit den Piraten weniger zu tun haben, wie die Leute von der Academy oder so, oder Leute aus dem Forum Alternative Wirtschaftspolitik, die sagen uns, das ist total wichtig, was ihr da macht. Erstmal positives Feedback. Lobbykontroll sagt uns dasselbe. Ich hatte also auch an Lobbykontroll das geschickt. Es kam übrigens der Hinweis, dass der Status der Stiftung in Brüssel im Januar diesen Jahres geändert wurde. Es gibt verschiedene Kategorien, unter denen die Lobbyisten in Brüssel kategorisiert sind. Die Bertelsmann Stiftung firmierte bislang unter Think Tank, also politische, und ist jetzt NGO. Und mit einem Gesamtaufwand von 3,5 bis 3,9 Millionen Euro jährlich, nur für den Lobbyteil in Brüssel, ist die Bertelsmann Stiftung die drittgrößte deutsche NGO und damit die drittgrößte deutsche Lobbyorganisation, die in Brüssel aktiv ist. Das ist nur mal am Rand, ne? Das ist also keine kleine Nummer. Darüber ist noch der Automobilverband und die Pharmaindustrie vielleicht. Ich weiß es nicht, wer die beiden anderen sind. Der Punkt ist der, es gibt also eine gespannte Erwartung seitens unserer Parteifreunde in den anderen Fraktionen, in anderen Bundesländern, auch vom Bundesvorstand. Das Problem ist nur die Projektionsfolie. Ich sage jetzt nicht wer, aber aus der Medienlandschaft die Resonanz auf unsere große Anfrage ist mehr als bitter und nach unserer Auffassung zu wenig. Und mir haben Leute unter der Hand gesagt, sie haben regelrecht die Hosen voll, an das Thema dran zu gehen, weil natürlich in dem Bereich Medien der Konzern einer der größten Arbeitgeber in Deutschland ist. Also potenzielle Zukunftschancen oder sonst was. Ich persönlich frage mich dann, gut, ich bin jetzt schon jenseits der 50, große Karrieresprünge werde ich in diesem Leben nicht mehr machen. Ich frage mich dann immer, aber ist das wirklich eine Karriere in dieser Welt, ist das wirklich das, was er wollt? Oder könnt er nicht einfach mal irgendwann anfangen, richtig auf den Tisch zu hauen? Es gab bis 2010 eine ganze Reihe von Bertelsmann-kritischen Büchern. Herr Burchard hat sie erwähnt, die da publiziert wurden. Dann wurde es ruhig. Und es gab aus diesen Büchern folgend damals, zum Beginn der Nullerjahre bis 2010, keinerlei politische Initiative in irgendeinem Parlament, die mal nachgefragt hat. Und wir sind jetzt die Ersten, die das gemacht haben. Und es gibt, das ist per PM rausgegangen letzte Woche, es gab eine Mail, die uns zugespielt worden ist, die vom Hochschulministerium des Landes Nordrhein-Westfalen an alle nordrhein-westfälischen Universitäten gegangen ist, mit dem Hinweis, bei der Beantwortung der großen Anfrage und der hochschulrelevanten Fragen doch bitte zu helfen, aber nur den Zeitraum 1.1.2005 bis 31.12.2006 zu berücksichtigen, weil danach das Hochschulfreiheitsgesetz in Kraft getreten ist, was dafür sorgt, dass das Ministerium nur noch die Rechtsaufsicht über die selbstständigen Körperschaften Hochschulen führt. Das heißt im Klartext, noch nicht mal mehr ein Parlamentarier kann in Nordrhein-Westfalen die Hochschulen fragen, mit wem sie kooperieren. Das heißt, kann er schon, aber er muss damit rechnen, dass er keine Antwort kriegt. Und das bei Organisationen, die zu fast 100% steuerfinanziert sind. Darf ich da vielleicht ergänzend noch was dazu sagen? Wir fokussieren jetzt sehr auf Bertelsmann zu Recht. Es ist ein Player, es ist ein wesentlicher Player, aber es ist nicht der einzige Player. Weshalb diese Frage so wichtig ist, weil das ist jetzt, klingt erstmal nach einer rein formal-juristischen Unterscheidung. Etwa Bayer
Konzern ist sehr stark in Stiftungsprofessuren an der Hochschule. Uni Köln, da gab es Uni Köln. Ja. Und bis da haben wir auch noch immer keine Informationen darüber, wie der Status ist, wie der Zusammenhang zwischen Unternehmen und Hochschule ist. Und das ist im Grunde eine Enteignung der öffentlichen Institutionen der Universität, die Steuergelder finanziert ist und insofern das Wissen auch der Öffentlichkeit zugänglich machen muss und plötzlich dieses Wissen privatisiert wird. Auch insofern halte ich dieses Engagement der Privaten für absolut unerlässlich und bin auch dankbar für die Hartnäckigkeit. Nicht der Privaten. Der Piraten, habe ich genuschelt. Natürlich. Der Piraten, nein, natürlich der Piraten. Noch sind wir nicht privat. Ich hoffe auch nicht über die Legislaturen hinaus. Ja, ich hatte vorhin gesagt, heute gibt es keine Interaktion. Wir haben noch 10 Minuten, wollen wir doch nochmal, nachdem nun hier doch, glaube ich, alles wunderbar vorgetragen wurde und auf meiner Seite in Bezug auf die Situation, die macht einen eigentlich ohnmächtig. Vielleicht noch eine Frage, sehen Sie trotzdem Möglichkeiten, dieses Thema so zu transportieren, dass es nicht nur Angst macht, sondern motiviert zu kämpfen? Absolut. Das wäre die falsche Botschaft, jetzt mit einem Ohnmachtsgefühl rauszugehen, denn dann hätten die gewonnen. Das ist ja die Strategie der Propaganda, Alternativlosigkeit und Sachzwang so stark zu machen. Die haben Vorsprung, die haben die Ressourcen, wir haben die besseren Argumente und wir sind mehr. Und in dem Moment, wo wir uns nicht mehr gegeneinander ausspielen lassen und in einen Prozess der Transparenz oder der Aufklärung dieser Verhältnisse eintreten könnten, kann sich das Blatt sehr, sehr schnell wenden. Insofern sollte das Gegenteil der Fall sein. Ich glaube, dass irgendwann mal die Generation unserer Kinder fragen wird, was habt ihr 2016 gemacht? Wir haben eine ziemlich starke Veränderung der öffentlichen Kultur, des Politischen, des Demokratischen, auch des Ökonomischen. Wir haben Verelendung, Verarmung, wir haben das Abrutschen der Mittelschicht, wir haben verschiedene Aspekte der Militarisierung, der Polarisierung im öffentlichen Raum, aber auch der Entartikulation, diese Spaltung, von der du gesprochen hast. Und das sind für mich alles sehr ungute Vorzeichen einer Zeit, die wir politisch so nicht akzeptieren können. Und unsere Aufgabe muss es sein, das wieder einem Dialog und einer öffentlichen Diskussion zuzuführen. Und das beginnt schon hier und jetzt und wird seine Zukunft auch nehmen. Denn die Gefahr ist natürlich, in dem Moment, wo jetzt auch die öffentliche Diskussion in den Qualitätsmedien oder etwa der Bertelsmann-Presse relativ homogen ist, laufen die Menschen etwa auch in die Hände der Rattenfänger, die mit relativ leichten Formeln versuchen, das Ganze über eine alternative Aufklärung wieder in den Griff zu kriegen. Und da weiß man nicht, wohin das geht. Also das ist ja auch eine ganz ungute Situation. Und insofern ist all das, was uns bisher stark gemacht hat, nämlich die demokratische Kultur der öffentlichen Diskussion, auch jetzt wieder vonnöten. Nur sie ist nur dann möglich, wenn Menschen sich was trauen und sich nicht wegducken in irgendeinen kuscheligen Konsens, der aber nur den Charakter eines billigen Mainstreams hat, wie er jetzt hier von Jochen Paul auch dargestellt wurde. Wir müssen diese Leitplanken durchbrechen und diese ausgegrenzten Felder wieder der Diskussion zuführen. Das wäre mein Plädoyer. Ich darf vielleicht noch anfügen, in 2-3 Sätzen, es gibt einen Silberstreif. Also ja, auch, ich sag mal, Verwesungsprodukte am rechten Rand, am politischen rechten Rand berücksichtigen. Im Februar diesen Jahres hat das Bundesverfassungsgericht einen Teil des Hochschulgesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen kassiert. Und zwar geht es dort um die Akkreditierung von Studiengängen, die auch von Privatagenturen unternommen werden darf. Und das Urteil, ganz kurz zusammengefasst und extrem verdichtet und auch vielleicht falsch wiedergegeben, sagt im Prinzip, der Staat kommt seiner Verantwortung über die Akkreditierung von Studiengängen nicht nach, wenn er dieses Verfahren nicht so regelt. Das heißt jetzt nicht, dass man es nicht privat regeln könnte, aber letztlich muss ein Passus, der im Hochschulfreiheitsgesetz stand und der jetzt im Hochschulzukunftsgesetz, im Rot-Grünen, quasi unverändert übernommen wurde, geändert werden. Und der Landtag von Nordrhein-Westfalen hat bis zum 31.12.2017 Zeit, das zu tun. Wir Piraten haben sofort reagiert, eine Debatte im Plenum angestoßen, einen Antrag gestellt, dazu eine Anhörung zu machen. Das läuft bereits am 28. September im Hochschulausschuss des Landtages. Ja, sehr schön. Von der Piratenfraktion im Abgeordnetenhaus wird jetzt da nicht mehr so viel kommen können, weil wir haben nächsten Donnerstag unsere quasi letzte Plenarsitzung. Also es gibt da noch eine vor den Wahlen. Aber ich wollte ja kurz zu meinen Erfahrungen mit der Bertelsmann-Stiftung sagen. Selbstverständlich sind wir auch zur Veranstaltung eingeladen worden. Wir haben auch jedes Jahr in Berlin den Stiftungstag, wo dann auch Bertelsmann Stiftung vertreten ist. Und besonders denkwürdige Erinnerung ist mir da,
ein Workshop der Bertelsmann Stiftung über ja, direkte Demokratie, Partizipation, Bürgerbeteiligung, ja, wo interessanterweise seitens des Referenten die Erkenntnis ausgegeben worden ist, die Bürgerinnen und Bürger wollen gar nicht beteiligt werden. Ja. Also man sieht, dass, in welche Richtung das geht und abgesehen davon, dass es natürlich auch zur Bürgerbeteiligung gehört, mit Stiftungen zu arbeiten und Initiative zu haben, müssen wir dem einen Riegel vorschieben, was Sie gesagt haben, dass hier Steuergelder privatisiert werden. Das heißt, hier öffentliche Mittel privatisiert werden, um private Lobby oder private politische Agenten zu verfolgen. Das darf nicht sein. Da müssen wir eben als Piraten auch weiter am Ball bleiben und unsere Stimme erheben. Das verstehen wir nicht unter partizipativer Demokratie. Ja, bitte kommt nach vorne. Ich habe selber noch mal aufgrund sozusagen der Ausführung der letzten von Herrn Burchardt, wir dürfen nicht aufgeben, das sehe ich auch so, eine Wunschvorstellung, das, was die Piraten bisher nicht geschafft haben. Wir haben zwar sozusagen das Internet, wir nutzen das Internet, aber wir haben trotzdem keine richtige Gegenöffentlichkeit geschaffen. Und meiner Meinung nach muss das unbedingt eine schnelle sozusagen Aufgabe werden, sich diesem Thema mit den Möglichkeiten, die man dadurch bekommt, dass man wiedergewählt wird, hoffentlich in Berlin und erst recht auch in den anderen Ländern, darüber nachdenken, dieses Thema wirklich aufzugreifen und auch praktisch umzusetzen. Denn wir laufen, wie wir das jetzt wieder sehen, gegen alle Medien an. Es wird der Versuch unternommen, das Ganze objektiv darzustellen, aber zum Schluss bleibt bei jedem Artikel, bei jedem Hörfunkbeitrag immer der Kernsatz, die Piraten sind tot. Ja. Und das ist natürlich eine Manipulation, weil sie nicht tot sind. Aber da draußen hören es zu viele und haben natürlich den Eindruck, dass es tatsächlich so ist. Genau, dazu wollte ich auch noch mal ganz kurz was sagen, hier aus der Erfahrung in Berlin. Quasi auch der Stadt, die jetzt in den letzten 5 Jahren rot-grüner Koalition genau die Strategien, die Sie vorgestellt haben, Herr Dr. Burchardt, genau umgesetzt hat, vom Bello-Dialog bis zum Bürgerdialog Neue Mitte. Wir haben das genau, wie es da in der Schablone stand, 1:1 erlebt. Was Sie gesagt haben, wenn man muss versuchen, überhaupt die Prozesshoheit wieder an sich zu reißen. Das ist ja das, was wir die letzten 5 Jahre probiert haben und was mir aufgefallen ist, war tatsächlich das öffentliche Echo. Dann hieß es halt immer, die Piraten, die seien ja unprofessionell, die würden da Kindergarten machen, die würden sich permanent nur streiten. Also sobald man irgendwie von dieser Schiene abweicht, 100%ig sozusagen in diesen Entdemokratisierungsprozess mitzulaufen, komplett aus einer Demokratie eine Debatte, um einen kleinen Bürgerhaushalt zu machen oder zu irgendwelchen Bürgerforen zu gehen, wo letztlich nur der Masterplan verkündet wird und dann darf man 2 Fragen stellen. Sobald man davon auch nur einen Millimeter abweicht, kommt sofort Kindergarten. Und ich weiß jetzt immer noch nicht leider, wie man mit dieser Auffassung irgendwie umgehen kann. Ich glaube, die Antwort hat im Moment keiner, bis auf der Metaebene, dass man da was tun muss und auch Gelder zur Verfügung stellen muss, um einen Apparat aufzubauen, weil der andere Apparat bereits da ist und so wirkmächtig ist, dass wir ihn ohne ein Gegenapparat auch nicht außer Kraft setzen, aushebeln können. Ich mache mal eine Frage draus. Das hat mich tatsächlich auch gewundert, weil der Zusammenhang zur Netzgemeinde müsste doch das Herstellen einer seriösen Gegenöffentlichkeit irgendwie unterstützen. Und ich glaube, diese mediale Verzerrung und Infantilisierung der Piraten, die man ja allenthalben hört, würde sehr schnell in sich zusammenfallen, wenn man einmal auf der kommunal konkreten Ebene überzeugend wird, weil man für das eintritt, was die Menschen auch interessiert. Also etwa Bürgerbeteiligungsprozesse gibt es ja so ganz albern, dass man so Zettelchen ausfüllen muss und so eine Art Kindergeburtstag, ich weiß nicht, ob Sie das auch mussten, feiern mit allen möglichen strategischen Geschichten. Und wenn man dann plötzlich sagt, wir lassen uns nicht so vereinnahmen, sondern artikulieren das, was die Menschen wirklich angeht. Ich glaube, das könnte die Glaubwürdigkeit im realen Leben erhöhen. Und ich glaube auch, dass die Kommunikation über alternative
Quellen. Ich denke, es gibt ja auch die Seite von PEIRA, wo man Informationsmöglichkeiten, wenn man das mehr ausbauen würde, glaube ich, gäbe es eine gute Chance, durch Seriosität in der Arbeit und im Dialog mit den Menschen das Projekt der Piraten nachhaltig in der Gesellschaft zu verankern. Denn wenn wir was brauchen momentan, ist es tatsächlich momentan das. Denn es brennt am meisten ja nicht nur Öffentlichkeit, sondern wir brauchen tatsächlich die Piraten in ihrer Kompetenz und in der Aufgeklärtheit in Bezug auch auf die Netzfragen. Also Netzpolitik und Realpolitik verschränken sich ineinander. Ich habe gehört, er hat ein Manifest dazu geschrieben, wo man tatsächlich auch diese Grundsatzfragen nochmal reflektiert. Ist noch in Arbeit, ja. Ja, wie auch immer. Und ich glaube, dass da die gesellschaftliche Antwort von den Piraten kommen kann und kommen muss und dass die nicht gehört wird, halte ich tatsächlich nicht für einen Zufall, sondern für das Ausgrenzen eines Players, der im hohen Maße bedeutsam ist. Und das würde ich auch als Form von Anerkennung nehmen das und mich nicht entmutigen lassen und dann sagen, dass die uns in der Weise darstellen, zeigt eigentlich, wie viel Respekt die vor uns haben. Ja, auf der anderen Seite, es betrifft ja nicht nur die Piraten. Ich meine, was ist von den Genossenschaftsideen des alten Raiffeisen weiterentwickelt worden? Wir alle wissen, dass demokratische Prozesse schwierig sind und länger dauern. Das Gegenargument, Herr Burchardt hat es ja dargestellt, ist zu sagen, man muss strategisch vorgehen, damit man möglichst schnell zu einem Ergebnis kommt, wobei dann natürlich immer nur die Interessen von einem Player berücksichtigt werden, in dem Fall denjenigen, die den Prozess moderieren. Dass Demokratie keine einfache Sache ist, leuchtet jedem von uns ein. Und dass das auch mit Streit zu tun hat, der manchmal nervt, der wirklich nervt und dann nerven kann, ist auch klar. Aber es wird ja nicht mal mehr der Rahmen gegeben, diese Prozesse, diese demokratischen Prozesse, die auch immer mit Empathie zusammenhängen, wenn man in der Gruppe zusammensitzt, tatsächlich einzuüben. Daran fehlt es einfach. Und ich würde es ähnlich bewerten wie Matthias Borchardt. Im Grunde genommen ist die massive Kampagne der Ausgrenzung und Kindergarten und so, die gegen die Piraten gefahren worden ist, letztlich auch ein Indiz dafür, dass wir an einigen wenigen Punkten, ich will nicht sagen, dass wir keine Fehler gemacht haben, aber dass wir an einigen wenigen Punkten wirklich in die Wunde gepackt haben. Und das hat jemand geschmerzt und der jetzt dann zusammengezuckt. Und den sollten wir ganz schön, bitte schön weiter zucken lassen. Ja, es war bereits angekündigt, der Matthias Borchardt muss zum Flieger. Wir haben aber bis um eins noch Gelegenheit. Joachim Paul hat noch ein wenig Zeit, die Dinge weiter zu vertiefen, praktischer zu machen, was auch immer. Ja, mein Name ist Silvia Dürwart, Masu Polami. Bin Piratin und leider hatte ich noch nichts von dieser ganzen Geschichte gehört, also obwohl ich ganz aktiv bin. Finde ich also schade und also ist noch nicht mal, ich meine, so in den Piraten durchgedrungen. Ja. Ich wusste nichts so über die Bertelsmann Stiftung, aber es kam ein ganz ähnlicher Beitrag, dass das so funktioniert, das war mir schon klar. Obwohl ich gar nicht alle Einzelheiten wissen muss, finde ich, als Bürger oder auch als Pirat. Ja, da gab es einen irren Beitrag, wo das global mit Goldman Sachs das gleiche Spiel gespielt wird. Ja, die in allen wichtigen Positionen auch in der EU drin sitzen und also ja, also diese der Draghi zum Beispiel kommt von Goldman Sachs und die also auch solche genau so ein Spiel betreiben und dass das ein Spiel ist, das global gespielt wird. Wer nun die einzelnen Akteure sind, ob das jetzt Bertelsmann oder der oder jener ist, so läuft's halt. Es wurde ja nun auch oft gesagt, gerade in der EU. Die Lobbyisten sind ganz doll vertreten halt. Ne? Und mein Lösungsansatz ist eigentlich der, dass wir nur, und leider ist das ja bei den Piraten sehr untergegangen, das war ja mal, dass ihr gesagt worden ist, ich kenne noch so einen Parteitag von 2012, glaube ich, wir sind die Verwaltung, ihr seid die Basis und direkte Demokratie. Aber das ist ja ziemlich untergegangen. Ne? Seitdem wir in den Parlamenten sind, gibt es ja eigentlich diesen Aufruf wenig oder gar nicht mehr und das Gewissen entscheidet. Und ja, und mein Denken geht dahin, wenn ich das so sehe hier, was diese Auswirkungen betrifft, ne, das fördert natürlich, die Leute haben ein ungutes Gefühl und es gibt auch Untersuchungen, dass 80%, jedenfalls in Deutschland, mitbestimmen wollen. Direkte Demokratie. Und wir haben ja in Berlin mehrere Veranstaltungen gehabt, habe ich mich immer gemeldet, warum sind die Piraten so voll erfolgreich?
dass ich gesagt habe, ja, wir sagen, wir haben flache Hierarchien und jeder kann mitmachen. Das war ja unsere Aufforderung und Einladung. Wir haben ja nicht mehr ein Liquid. Und ja, das ist alles irgendwie sehr versandet und untergegangen. Und irgendwie empfinde ich zumindest, dass wir da bei diesem Spiel schon, ich weiß nicht, wie es in Nordrhein-Westfalen ist, aber ich weiß, wie es hier in Berlin ist, mitmachen halt. Ne? Also auch unsere Abgeordneten. Ne? Also wenn ich denke, jetzt wird da werden da eine Bürgerrechtsbewegung verklagt, um Geld zu zahlen an die Piraten. Ne? Also solche Geschichten, also es ist ziemlich übel, was hier in Berlin zumindest meiner Meinung nach läuft. Und mein Plädoyer ist, als Möglichkeit dagegen anzugehen, ist die direkte Demokratie. Also mehr Volksentscheide, mehr dem Volk zu überlassen, mehr der Mehrheit, die nicht irgendwie lobbyistisch gesteuert ist. Weil ich denke, wenn einzelne Parlamentarier sind immer anfällig, ist menschlich, mit Lobby irgendwie zusammenzuarbeiten oder auch Angst vor Arbeitsplatzverlust und so weiter, Medien oder wie auch immer. Joachim? Ja, vielleicht danke für deinen Einwurf. Vielleicht ein Satz zu den Piraten, dass du nichts davon gehört hast, von der großen Anfrage in Nordrhein-Westfalen. Das haben wir uns natürlich schon selber zuzuschreiben. Die Partei hat immer noch, ich sag's mal vorsichtig technisch, ein großes Strukturdefizit. Und dieses Strukturdefizit bezieht sich interessanterweise auch auf die Kommunikationskanäle. Ich würde also sagen, bei den Piraten stimmt irgendwas mit dem Netz nicht und mit den verpflichtenden Kanälen, dem müsse Abhilfe geschaffen werden. Auf der anderen Seite muss ich sagen, also wir haben das in Konkordanz mit unserem Landesverband kommuniziert, die große Anfrage, auch pressetechnisch kommuniziert. Der Bundesvorstand wusste auch davon und hat das in die Parteikanäle kommuniziert. Woran es meiner Meinung nach wirklich krankt, ist ein Infokanal der Piraten, der wirklich von allen Piraten selbstverpflichtend gelesen wird. Das wäre so ein Beispiel für einen winzigen Ansatz zu einer Strukturreform innerhalb der Partei, die sich auf einen Aspekt des Kommunikationskanals bezieht. Das würde Not tun. Auf der anderen Seite diese Diskreditierung von Leuten, die sich mit Basisdemokratie auseinandersetzen, also mir fällt mittlerweile auf, dass wenn die Linken mal irgendwas Konstruktives machen, das soll ja auch vorkommen, dass dann medial gleich dieselbe Diskriminierungsstrategie gefahren wird. Nur haben die ein etwas größeres Potenzial als wir bislang, aber im Grunde genommen ist es ganz genau dasselbe. Auch da dringt vieles nicht durch an die Öffentlichkeit und es gibt Mittel und Wege, Leute zu diskreditieren. Bei uns ist es der Kindergarten, bei den Linken ist es die Zerstrittenheit, die an der Stelle tatsächlich wirksam sind. Und das muss man zunächst mal als Status quo anerkennen und dann muss man sich gemeinsam überlegen, wie man damit umgeht. Also ich bin persönlich da oft auch ratlos, aber ich kann halt nur sagen, weiterkämpfen. So, ist noch sozusagen eine Wortmeldung da. Ich denke, aufgrund sozusagen der Vorwürfe gegen die Abgeordneten der Piratenpartei. Ansonsten würde ich sagen, danach ist dann die Matinee beendet. Bitte, Alexander. Ach naja, also es geht mir weniger um die Vorwürfe. Also mir ist klar, und das ist im Übrigen auch das Sympathische an der Piratenpartei, dass man als Abgeordneter Mandatsträger jetzt nicht auf Händen getragen wird, ja, sondern im Gegenteil sogar Nachteile hat. Und das ist ein Grund, warum sich einige Abgeordnete, aber auch, sage mal, die prominenten Mitglieder letztlich verabschiedet haben, weil sie sich eben von dieser Basis nicht genügend gewürdigt gefühlt haben, um das mal vorsichtig zu formulieren. Nicht? Das muss jetzt kein Nachteil sein. Allerdings, wenn man überlegt, was so in den letzten 10 Jahren in der Piratenpartei passiert ist, habe ich jetzt, ohne jetzt mit Verschwörungstheorien anzufangen, eben teilweise auch Ansätze dieser schönen Zersetzungsstrategie, die wir vorhin gesehen haben, also aus dem Stasi-Dokument, auch wieder erkennen können. Nicht? Das heißt, das, was teilweise abläuft, auch in der Partei, ist durchaus auch gewollt von, ich sage es mal, Gegnern, nicht nur politischen Gegnern, sondern auch Playern, die eben die Piraten genau an der Stelle als eine Gefahr achten. Insofern bleibt für mich nur das Fazit zu sagen, die Piraten sind so wichtig, weil sie nicht wie alle anderen Parteien da
mitspielen wollen, sondern weil sie eben tatsächlich gewillt sind, also die, die antreten und die, die dabei bleiben, eben weiterhin den Finger in diese Wunde zu legen. Und das ist ganz wichtig eben, und das klang auch an, um die Gefahren, die wir die auch heraufbeschwört haben, also die sich so durch die AfD artikulieren, abwehren zu können. Nicht? Denn Werner Schneider sagte, dass so die Leute sind angefressen, ja, und wollen diesen Einheitsbrei nicht mehr. Nicht? Und wenn sie sich dann in Vereinigten Staaten solchen Irren wie Trump oder hier AfD zuwenden, dann ist das eine Gefahr. Selbst wenn es für Bertelsmann günstig sein könnte, weil die AfD ist weniger eine Gefahr für Bertelsmann als die Piraten. Ja, also tausend Dank für diese vom Start her gesehen etwas ungewöhnliche Matinee. Aber ich denke, durch beide Referenten haben wir doch vertieften Einblick bekommen in diejenige Kraft oder diejenigen Kräfte, die genau das, was wir wollen, nicht wollen. Und insofern sind alle aufgerufen, wie Matthias Borchert nochmal sagte, jetzt nicht in Ohnmacht zu verfallen, sondern darüber nachzudenken, wie man sich erfolgreich werden kann. Tausend Dank